Nord Stream 2, eine Gaspipeline, die umstrittener nicht sein könnte. In diesem Video zeige ich euch, was das Ganze mit einer Umweltstiftung zu tun hat und warum die Beendigung der Gaspipeline aus klimaschutztechnischen Gründen und aus Menschenrechtsaspekten nicht sinnvoll ist. Also bleibt dran! Mit Sicherheit habt ihr zumindest am Rande im letzten Sommer 2020 von Alexei Nawalny gehört. Denn der Kreml-Kritiker wurde mit dem Nervengift Novichok vergiftet. In Deutschland wurden daraufhin die Stimmen laut, die russische Gaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen. Denn gegen den Kreml wurde der Vorwurf erhoben, dass er Nawalny vergiftet habe. Nawalny kam daraufhin ins Krankenhaus bei uns hier in Deutschland. Doch bei seiner Rückkehr in Moskau am Flughafen wurde er direkt wieder festgenommen. Die Empörung daraufhin war weltweit groß. Diese Gaspipeline Nord Stream 2 spaltet Europa. Die Pipeline untergräbt die strategische außenpolitische Souveränität und sie konterkariert die europäischen Klima- und Energieziele. Doch was zum Teufel hat jetzt diese Gaspipeline Nord Stream 2 mit Menschenrechtsverletzungen zu tun? Nord Stream 2 ist eine Gaspipeline, die russisches Erdgas nach Deutschland bringen soll. Gebaut wird die 1200 Kilometer lange Gasleitung von dem russischen Staatskonzern Gazprom. Nord Stream 2 ist das Nachfolgeprojekt der bereits existierenden Gasleitung Nord Stream, die 2001 in Betrieb genommen wurde. Der Baubeginn von Nord Stream 2 liegt im Jahre 2018, doch wurden die Bauarbeiten Ende 2019 unterbrochen, da Amerika mit Sanktionen gegenüber den Auftragnehmern und den Finanzinvestoren drohte. Und damit wären wir schon bei dem ersten Kritiker, den USA. Amerika kritisiert die wachsende Unabhängigkeit der EU gegenüber Russland. Doch ganz unvoreingenommen ist das Land auch nicht, denn die USA würden am liebsten ihr eigenes Gas bei uns in Europa verkaufen. Doch auch in der EU regt sich Widerstand gegenüber dem Projekt Nord Stream 2. Trotz dreier juristischer Verfahren gegen Nord Stream 2 wurden die Bauarbeiten zu Beginn des Jahres wieder aufgenommen. Die amerikanische Regierung, auch unter dem neuen Präsidenten Joe Biden, droht weiterhin mit Sanktionen. Um diese allerdings zu umgehen, hat sich die rot-schwarze Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die Gründung der Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern. Durch diese Stiftung soll der Weiter- und Fertigbau der umstrittenen Gaspipeline sichergestellt werden. Denn es soll eine Art Warenlager aufgebaut werden, durch die US-Sanktionen umgangen werden können. Die SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig argumentiert mit Klimaschutz. Sie ist der Auffassung, dass Erdgas eine Brückentechnologie sei und für die Energiewende elementar wichtig ist. Mecklenburg-Vorpommern findet es richtig, dass wir aus Atomenergie aussteigen und Kohlekraft. Sie sind von vorgestern. Wir wollen nicht zurück in das Gestern. Wir wollen nach vorne und eine echte Energiewende schaffen. Und dazu gehört eine Übergangstechnologie. Und das ist das Gas. Wenn wir es schaffen wollen, irgendwann völlig unabhängig zu sein aus erneuerbaren Energien mit einer marktfähigen Wasserstofftechnologie, brauchen wir einen seriösen, verlässlichen Weg dorthin. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Klima- und Umweltschutzstiftung macht sich stark für Erdgas. Das Leben schreibt eben einfach noch immer die besten Sketche. Auch der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet äußerte sich ähnlich. Dabei werden jegliche ExpertInnen überhört. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hält die Pipeline für nicht notwendig. Erdgas ist aus Klimaschutzaspekten alles andere als sinnvoll. Und Nord Stream 2 gefährdet die Pariser Klimaziele. Erdgas besteht zu einem Großteil aus dem stark klimawirksamen Gas Methan. Damit ist das Treibhausgaspotenzial wesentlich höher als das von CO2. Wenn wir also weiterhin auf Erdgas als Brückentechnologie setzen, müssen wir unsere Anstrengungen in den Ausbau, in den ohnehin schon schleppenden Ausbau von erneuerbaren Energien vervielfachen. Das Umweltbundesamt geht davon aus, dass die Gasnutzung im Vergleich zu 2015 mindestens 49-63% zurückgehen wird. Bei der Erdgasnutzung ist es noch wesentlich stärker. Das Umweltbundesamt sieht keinen Bedarf für den Ausbau des Gasnetzes, also auch nicht für die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2. Und die Wahrheit ist,
Wir brauchen diese Pipeline nicht genauso wenig, wie wir zukünftige Fracking-Gas-Terminals und Ähnliches brauchen. Weil es gar nicht mehr darum geht, mehr Gas zu importieren, wie Sie es wollen, wie es die Große Koalition will, wie es die AfD will, sondern wer Klimaschutz ernst nimmt, der muss ernsthaft den Verbrauch fossiler Brennstoffe runterbringen. Und das geht. Wir haben selber darüber ein Gutachten vorgelegt bei Fraunhofer. Bis zum Jahre 2030 kann das Gas komplett eingespart werden, was heute aus Russland importiert wird. Die technische Lebensdauer der Gasinfrastruktur beträgt im Durchschnitt 20 bis 50 Jahre. Wenn wir die Pariser Klimaziele also einhalten wollen, müssen wir diese deutlich früher stilllegen und das bedeutet wieder eine Klagewelle. Die Kosten dafür müssen wieder die SteuerzahlerInnen tragen. Der Ausbau und Weiterbau der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 ist also in vielerlei Hinsichten nicht sinnvoll. Die Bundesregierung muss jetzt endlich ihre Verantwortung annehmen und Russland in seine Schranken weisen. Erdgas hat keine Zukunft und damit auch nicht Nord Stream 2. Wir wollen die Pariser Klimaziele einhalten, dann stoppen wir den Bau der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2. Es ist ja selbstverständlich, dass wenn das Projekt nicht fertiggestellt wird, dass dann der deutsche Steuerzahler zum Beispiel, aber nicht nur der, bei Entschädigungen dafür haften wird und haften muss. Und das können wir doch einfach nicht so einfach stehen lassen. Und deswegen sind das die Gelder, die dann auf dem Grund der Ostsee vergammeln werden. Und das habe ich gemeint damit und das ist auch so. Und ja, Nord Stream 2 ist bereits zu 49% fertiggestellt. Und der Abbruch des Baus würde uns auch wieder Strafe kosten. Allerdings wären die Kosten, die durch den Klimawandel entstehen, wesentlich höher. Und ich meine, wir haben schon für viel sinnlosere Dinge, wie zum Beispiel eine Autobahnmaut, das Geld aus dem Fenster geworfen. Und zu Russland, liebe Bundesregierung, bleibt mir noch eins zu sagen. Manchmal ist es vielleicht einfach besser, im Streitgespräch im Gespräch zu bleiben, als ständig nur alles abzunehmen. Vergesst nicht, den Abo-Button zu drücken, denn der ist ganz bestimmt emissionsfrei. Und by the way, die Glocke ist auch nicht abhängig von Russland. Also bleibt gesund, keep green, euer Greenworld Facts TV.